Was wäre, wenn du dir eine Charaktereigenschaft frei wählen könntest und die dann sofort hast? Ich glaube, ich wäre gerne geduldiger. Nächste Frage bitte. Eine Charaktereigenschaft. Müsst ihr mal meine Freunde fragen, was die so nervt an mir. Ich würde geduldiger sein, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr Geduld. 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 Dann würde ich mich jetzt hier auf den Boden setzen und sagen, lass mal eine halbe Stunde Pause machen. lass mal eine halbe Stunde Pause machen. Ich beneide manchmal die Leute, die sehr tiefenentspannt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, dann merke ich oft, dass ich mit den Gedanken ein bisschen abschweife oder... Was ich zum Beispiel absolut wie die Pest hasse, ist auf irgendeine Bahn, auf irgendeinen Bus zu warten. Oh mein Gott, ich würde auf jeden Fall organisierter sein wollen. Ich würde so gern diszipliniert sein. Vielleicht noch ein bisschen ordentlicher. Weil ich bin ein richtig fauler Sack. Ich bin super chaotisch und ich habe das Gefühl, die gesamte Welt ist darauf ausgerichtet, dass man ein sehr organisierter, strukturierter Mensch ist. Ich würde so gern echt einfach sagen, okay, jetzt arbeite ich von 8 bis 12 und habe dann Feierabend. Nein, ich bin der Typ, der gerne prokrastiniert. Ich wäre gern mutiger. Also ich wäre mutiger. Mehr Selbstbewusstsein. Also ich erlebe es manchmal, dass ich Sachen zu sehr durchdenke und mir dann eher dadurch schade, mich eher nervös mache. Es gibt so Situationen zum Beispiel, ich weiß nicht, vor Dates oder so, wenn ich ziemlich aufgeregt bin, dann muss ich mir immer einen antrinken erstmal. Ich finde, Selbstbewusstsein ist immer noch ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich habe so ein bisschen eine soziale Phobie, also wenn ich Menschenmengen sehe oder Läden betrete oder durch die Gassen gehe und viele Menschen da sind, fühle ich mich oft ein bisschen eingeengt. Sei einfach du selbst. Ich glaube, das wäre eine Eigenschaft, die ich gut fände. Dann wäre es auch mal öfter Nein zu sagen, einfach. Mehr diese Scheiß-Egal-Einstellung. Ich wäre richtig gern schlagfertig, so mega schlagfertig. Ich wäre lieber weniger direkt, also weniger so raushauen von so Sachen und so ärgern. Nicht so grob sein, man könnte schon mal ein bisschen netter sein. So, ey, wir müssen jetzt den Weg gehen, den ich vorschlage, weil mein Weg ist der beste. Und dann merke ich im Nachhinein, ja, war nicht so korrekt von mir. Vielleicht soll ich auch mal den anderen zuhören. Ich würde sagen, ich kann schon gut zuhören, aber ich würde es gerne so richtig, richtig gut können. Ich glaube, ich wäre wirklich gerne bedingungslos fürsorglich. Ich bin hier für dich und ich höre genau, was du sagst und mich interessiert das auch total. Und ich wünschte, ich hätte einfach dann von mir aus auch die Stärke, immer zu den Personen hingehen zu können und zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Also ich denke eigentlich, man kann nie wirklich zu 100% mit sich selber oder mit irgendeinem Charakter zufrieden sein. Ich arbeite viel an mir, so persönlich. Also ich glaube, ich bin im Kopf nicht da, wo ich irgendwann sein will. Immer wenn man etwas akzeptiert, dann verhindert man, dass man darin besser wird oder halt einen Fortschritt macht. Deswegen denke ich schon, dass man sich immer ändern sollte, weil keiner ist perfekt. So, der Weg ist das Ziel. Ich muss gestehen, ich mag mehr oder minder alles an mir. Was ich auf jeden Fall mag, ist, dass ich ein sehr, sehr guter Zuhörer bin. Ich höre den Menschen gerne zu und... Ich bin der Meinung, dass ich ein guter Mensch bin. Ich würde sagen, dass ich sehr empathisch bin. Also ich kann mich echt gut in die Gefühlslage von anderen Leuten reinversetzen. Empathie ist so die ultimative Superpower. Ich bin eigentlich sehr loyal. Ich mag meinen Humor wirklich sehr. Ich bin ziemlich offen. Wenn Menschen nicht mit meiner Art oder mit mir klarkommen, dann ist das eben so, da kann ich auch nichts dran ändern und das möchte ich dann auch nicht, weil ich die dann auch nicht in meinem Leben haben möchte. Ich bin so, wie ich bin, sonst wäre ich nicht ich. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Charakter. Eigentlich bin ich zufrieden, ja.